Grüß dich im Namen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen, Römer Kapitel 12, 9-13. Oder so sein das. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasset das Böse, hanget dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme den anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge im Fleiß, sondern brennend im Geist. Dienet dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Nehmet euch der Bedürfnisse der Heiligen an, übet Gastfreundschaft. Als nächstes führt Paulus einige von den Eigenschaften an, die jeder Gläubige in seinem Umgang mit anderen Christen in der Ambitierte entwickeln soll. Der Leute soll ungeheichelt sein, wir sollen nicht eine Mast drehen, also wie wird andere vergeben zu sein, als wir wirklich sind. Vielmehr soll wie der in Abbrecher, in den Trühheit, in unewiger Tücht wiedergeben an sein Leib. Wir sollen alle Formen von der Böse, soll wir in den Stich gehen, in alle Gute fausthauen. In diesem Zusammenhang bedient der Böse wahrscheinlich die Anstallung von der Toten in der Leiblosigkeit. Was der Bosheit mit sich bringen wird, was Haus mit sich bringen wird, mit dem Guten, als er kriegt das Gegenteil, wo der übernatürliche Leib Handrechen dort an unserem Nächsten, dort arm dort Geld gehen dort. In unserer Beziehung mit derjenigen, der in der Haushaltung, also vom Glauben leben, soll wir unser Leib durch Mettgefeil und ihr Beweis stahlen. In der Stadt durch Koldet und Dauntig seinen, oder den Nächsten aufzufordern, also so zu leben, sondern wir sollen unser Leib den Nächsten jeden Eva feilen lassen. Wir sollen das vertragen, wenn andere nicht wie selbst geirrt wurden. Da sagt einmal ein geläufter Diener Christi in einer Versammlung mit anderen großen Tauben in einer Stube sieht, in einem Wirren oder Appelkonsel gewasst, hat ein Reh alldärisch, wo sie hat ein Wort gesagt. Aus dieser Nütere Diener entkommt, dann da die ganze Versammlung klatschen, und dann denkt er fest sieht, weil er will nicht einen anderen Menschen die Ehrweich nehmen, weil das Klatschen, da traf nicht an. Gott traf alle ihr, in er ging zu sieht. Da will Paulus hier auch mit verdienlichen Charakter wie unser Leib, der soll zu unserem Nächsten gehen, Eva, der soll ungeheichelt sein. Wir sollen dem anderen die Ehe geben, nicht uns selber. Wieder sagt er in Vers 11, dass wir sollen ohne Meute werden für Gottes Sache, soll wir uns entsagen. Luther 4 von dem Heiligen Jesus, die Brenne, entsteht Gott jeder Augenblick zur Verfügung. Das erinnert uns an die Wort von Jeremia 48, 10, wo er sagt, der verflucht ist, der wird das Wort von dem Herrn, also mit Füllheit, dort. Ganz und dort, wo wir unsere gegenwärtige Umstände senden möchten, wir kennen in Saal unsere Hoffnung, in Freien von ab dieser Hoffnung, ab der Kummer von unserem Herrn, in Heiland, ab der Erlösung von unserem Körper, ab der ewigen Herrlichkeit, dort soll wir also festhalten. Wir wurden ermahnt, in Trübsal auszuholen, geduldig zu bleiben. Und diese Geduld, das ist eine gute Eigenschaft, was uns helfen wird, also das eigentlich in Heiligkeit zu verwandeln. Wir sollen im Gebet standhaft bleiben. Im Gebet wird nämlich dort entsprechende Wort vor dich gemerkt. Betend wurde Siegen gewonnen. Das Gebet bringt Kraft in unser Leben und Frieden ans Wort. Wenn wir im Namen von dem Herrn Jesus kommen, dann kommen wir der Allmacht so dicht bei, dass das für einen stofflichen Mensch möglich ist. Und da werden erwiesen wir uns, wenn wir abhören mit Beten, ist das so, wenn wir uns Hand geben, um ja ein Bord zu leben. Also dann kann das Tier uns Varadol nehmen und uns Schaden umbringen. Aber wenn wir beten, dann können wir siegreich bleiben. Und diese bedürftige Heilige, also was dann der letzte Fall sein wird, der jeft das überall. Arbeitslose oder diejenigen, die vielleicht alles haben können, all der gedoktert haben, nur die Doktors gebracht haben, für jeden Prediger, Schmissionoren, verschiedene Sachen jeft das durch, auch ältere Menschen, die ihre finanziell Mädel oder vielleicht auch weit abgebracht haben, da wird immer wieder alle, also Glieder am Leib Christi, die leben in der Rechte wie es taub, wenn sie sich mit den Bedürfnissen dort teilen dürfen. Also hier sehr wie gefragt, dass gläubige Menschen, dass wir mit unseren Menschen Raum uns der Gläubigen, dass wir mitleiden mit ihnen und dass wir mitteilen, einer mit dem anderen. Keiner soll ein Äther oder ein Bad von dem anderen beneiden.
wann der ein Brücken der. Er merkt uns hier Möte der Gastfreundschaft. Das ist eine verjährte Kunst. Fährke mal, was fährt hier, wir haben eine kleine Wohnung. Das Wort ist überall gebrückt, das Wort ist missbrückt, wenn der Reise in den Christenfeld abzunehmen. Vielleicht machen wir uns die Arbeit oder unsere Unbequemlichkeit, machen wir uns da gar nicht an, dann nach Jahren dann kriegen wir das Jahr zu viel Arbeit. Aber doch merkt die Bibel uns hier mit. Wie für jeden, dass wir, wenn wir Christen an abnehmen, dann, dass wir dem Herrn selbst die Herberge haben. Unsere Familien sollen so up sein, so stehen in Bethanien up, wie wir Jesus Tieren immer war er angehört und danach blieben dort. Und das merkt uns hier mit. In live einer dem anderen entgehen zu kommen, dass wir sollen brennend im Jesus sein und für den Herrn durch sein, und wir sollen uns unien an, dass dort, wo wir im Not sind, sollen wir reut sein, uns zu helfen. Und du wünsche ich uns Gottes Segen. Weil wir noch beten. Lieber Herr Jesus, danke, dass du alles gegeben hast für uns. Help uns auch, dass wir reut sind, uns jenseitig zu leuven, uns jenseitig zu helfen, wo Menschen in Not sind, dass wir uns unjeden unterhalten, dass wir gastfreundlich sind, dass wir reut sind, abzunehmen, damit du kannst uns segnen und dass du kannst verherrlicht werden, der Dirk. Ich danke dir, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.